Hallo Freunde, ich bin wieder da. Ja, es geht gleich weiter hier in diesem Teil und erst einmal, bevor es weitergeht, wünsche ich euch allen frohe Ostern. Ich habe nämlich die Sachen, die ich bisher in diesem Teil hier aufgenommen habe, vor ein paar Tagen schon aufgenommen. Ja, leider jetzt nicht die Tage dazu gekommen, weiterzuspielen. Und jetzt heute am Ostermontag komme ich endlich wieder dazu und wünsche euch allen natürlich frohe Ostern. Ich bin auch, und das habe ich mir als kleines Ostergeschenk für euch aufgehoben, weitergekommen. Ja! Ihr habt mir viel Hilfe gegeben, versteckte Hilfe, offene Hilfe, dafür danke ich euch alle. Und naja, dann habe ich eins und eins zusammengezogen und habe hier nochmal alles durchsucht. Dann ist mir aufgefallen, dass wir hier hinten links am Marktplatz sozusagen vorbei... hier hinten mit dem jungen Spund hinter der Tür eigentlich recht wenig gesprochen haben. Und dann habe ich das einfach mal nachgeholt. Und siehe da... Hallo, ist jemand da? Hallo? Ja? Ich möchte rein. Hast du deinen Mitgliedsausweis dabei? Natürlich. Ach, der Mitgliedsausweis. Mist, der ist bestimmt in meinem anderen Hut. Ohne Mitgliedsausweis darf man hier nicht rein. Hey, aber ich bin ein Freund vom Sumpfling. Der Vereinsgründer hat aber angeordnet, dass jeder, der durch diese Tür will, seinen Mitgliedsausweis vorzeigen muss. So ein bürokratischer Mist. Dieser Vereinsgründer muss doch völlig gestört sein. Du musst es ja wissen. Schließlich bist du es selbst. Ist doch lustig, oder? Wo erhalten eigentlich die neuen Mitglieder ihre Ausweise? Ausweise erhält man ausschließlich im Vereinshaus. Aha, und wie kommt man ohne Ausweis ins Vereinshaus? Gar nicht. Toll, ne? Als Vereinsgründer ordne ich an, dass ab sofort jeder hier rein darf, auch ohne Ausweis. Anordnungen dürfen aber nur im Vereinshaus vorgenommen werden. Das hat der Vereinsgründer angeordnet. Ach ja, ist fast wie in der Politik. Hast du selbst überhaupt einen Ausweis? Nein, deshalb kann ich das Gebäude auch nicht verlassen. Ohne Ausweis komme ich nicht wieder hinein. Ich gehe dann mal. Da, und rechts oben jetzt das Tagebuch. Mist, ich brauche diesen Mitgliedsausweis. Ach, wo kriege ich den her? Ha, ich weiß, mein Doppelgänger. Ich müsste bei ihm zu Hause mal vorbeischauen. Nur, wo wohnt der Kerl eigentlich? Ich müsste jemanden finden, der die Leute kennt und mit den Adressen in der Stadt Bescheid weiß. Eine Post oder sowas gibt's hier bestimmt nicht. Ja, und dieses Tagebuch, das können wir hier leider so gar nicht anklicken. Da hatte mich auch ein lieber User darauf hingewiesen, hey, guck doch mal ans Tagebuch. Das ist sowas wie bei Zurück in die Zukunft, falls ihr das Let's Play kennt. Einfach eine Art Hilfestellung, wenn man an bestimmte Sachen kommt, die dem Spieler dann sagen, hey, guck doch mal. Das bekommt man entweder, wenn man die Stelle hat, hier oben eingeblendet, dann kann man da drauf klicken. Oder man klickt hier mit Escape auf Journal. Das habe ich nur ein klein wenig benutzt. Und ja, sozusagen kann man jetzt sich überlegen, wie kommen wir jetzt zu dem Haus vom Doppelgänger. Und dann habe ich einfach nochmal alle durchgesprochen und siehe da, der Pizzabäcker kann helfen. Ein Pizzalieferdienst? Hey, ja. So jemand weiß doch, wo die Leute in der Stadt leben. Der kann mir sicher sagen, wo mein Doppelgänger wohnt. Buongiorno, ragazzo. Hier bei Giovanni bekommst du die beste Pizza aller Dimensionen. Was willst du bestellen? Ah, ich liebe Italiener. Die haben immer so eine Amore in die Stimme. Eine Pizza mit Sauerkirschen und Anchovies, bitte. Sì, magnifico. Großartig. Eine echte Sauerkirsch-Anchovie-Pizza. Es muss 30 Jahre her sein, wo zuletzt jemand hat so etwas bei mir bestellt. Aber der Kunde ist der König. Pizza zum Mitnehmen? Nein, liefer mir die Pizza bitte ins Haus, wenn sie fertig ist. Ich zahle dann dort. Oje, wir haben un problema, amico mio. Irgendeine Marder, maledetto, hat gefressen die Reife und den Bremsbezug von meinem Fahrrad. Und ohne fahrbaren Untersatz kann ich nicht liefern die Pizza. Da müssen wir warten, bis mein Fahrrad aus der Reparatur zurück ist, hä? Na, so lange wird das sicher nicht dauern. Wann hast du es denn hingebracht? Naja... ein halbes Jahr ist das nun schon her. Den Mann von Fahrradservice, ich habe auch nicht mehr wiedergesehen seitdem und meine Vorschuss auch nicht. Ja. So, jetzt haben wir hier oben wieder das, aber bis hierhin hatte ich dann gespielt
oder beziehungsweise geguckt und dann auch sofort abgebrochen. Wie es jetzt weitergeht, keine Ahnung, aber... Ich gehe dann wieder. Ich denke mal, er wird jetzt bestimmt noch was sagen. Ach, wo kriege ich jetzt einen fahrbaren Untersatz her, damit der Pizzabäcker wieder seine Pizza ausliefert? Ja, da ist mir, wo ich die Stelle hatte, das Skateboard eingefallen von Rotkäppchen. Und jetzt haben wir auch endlich einen Grund, hier die Geschichte nachzustellen von Rotkäppchen und dem bösen, bösen Wolf. Und jetzt hoffe ich, drückt mir die Daumen, Freunde, dass ich den jetzt hier endlich drauf ansetzen kann und dass Simon ihm das jetzt sagt. Hallo hier, der Wolf. Dämlicher Typ. Da bist du ja wieder. Wie soll ich denn nun mein Leben umkrempeln? Ja, es klappt. Ja. Übrigens, Freunde, in der Zwischenzeit habe ich mir auch hier ein Update für das Spiel runtergeladen und installiert. Es ist jetzt Version 1.1. Die Gesichtsmimik von Simon und den Charakteren hier soll jetzt verbessert worden sein. Und kleinere Fehler sollen beseitigt sein, aber ich kann dem irgendwie noch nicht so ganz zustimmen, weil für mich gucken die immer noch so komisch, wenn man jetzt hier zum Beispiel den schielenden Wolf sich mal anschaut. Naja, okay, auf jeden Fall sind wir weiter. Du könntest ein Märchenwolf werden und das Rotkäppchen fressen. Ein Märchenwolf? Das hätte was. Aber ein ganzes Rotkäppchen fressen? Das hat ein Urahn von mir damals teuer mit dem Leben bezahlt. Wusstest du das? Immerhin hat er damals Karriere gemacht. Erst dieses super Märchen mit den 7 Geißlein, dann das mit dem Rotkäppchen. Aber dann haben die Produzenten ihn abgesägt und stattdessen einen blöden Froschkönig gehypt. Das waren früher natürlich ganz andere Zeiten. Außerdem denk mal dran, was das für eine Auswirkung auf dein Selbstbewusstsein hätte. Du erkennst deine wahre Bestimmung als Märchenwolf und überwindest im selben Moment deine Alkoholsucht. Hollywood wird Millionen für deine Memoiren hinlegen. Du meinst, es ist eigentlich gar nichts dabei? Ja, ja. Es käme auf einen Versuch an. Ich könnte ja mal, ja, vielleicht sollte ich wirklich... Also gut. Was soll ich machen? Geh schon mal vor. Hinter der Trollbrücke ist irgendwo so ein kleines Haus, gut versteckt, mitten im tiefsten, dunklen Wald, nicht zu verfehlen. Falls du unterwegs das Rotkäppchen triffst, bestell ihr einen schönen, bissigen Gruß von mir. Ja, das klingt, als sei es nicht ganz so schwer. Ich probiere es mal aus. Aber ich unterschreibe noch nichts. Ja, ist das nicht herrlich? Nun ja, eine Idealbesetzung als Menschenfresser für das Rotkäppchen-Märchen ist er ja nicht. Aber so viele Wölfe laufen hier ja leider nicht rum. Ja. So, Moritat. Das ist genau, wie ich mir gedacht habe. Und jetzt zur Großmutti. Komm, sei ein bisschen schneller. Und da steht er schon? Hä? Moment. Oh, das kann nicht sein. Hallo. Ja und? Was stehst du hier rum? Ich stehe hier rum, weil die Oma mich nicht reinlässt. Sie macht einfach nicht auf. Du sollst auch nicht anklopfen und sie fragen, ob sie öffnet, sondern brutal und rücksichtslos ins Haus eindringen und sie auffressen. Das sagst du so einfach. Aber ich traue mich einfach nicht. Wenn sie die Tür allerdings aufmachen würde... Oh, was ist das denn bitte für ein Wolf? Ich muss langsam Hunger auf einen Happen Großmutter und damit Beilage. Feines Wetterchen heute nicht. Wie geht's dir? Kriegst du nicht langsam Hunger auf einen Happen Großmutter mit Beilage? Ja doch. Eigentlich schon. Aber das ist nicht so einfach, zu Oma reinzugehen und sie aufzuessen. Na, warum nicht? Du bist ein versoffener Feigling, schick deinen Hintern da rein und friss endlich die vor. Ist vielleicht ein bisschen zäh, dafür wird dir aber das Rotkäppchen... Du bist ein versoffener Feigling, schwing deinen Hintern da rein und friss endlich die Oma. Aber die Oma schickt mich doch immer weg. Sie macht sofort, dass ich ein Wolf bin. Dann verstell deine Stimme. Genau, so dass du nicht wie ein räudiger, versoffener Köter klingst. Dann erkennt sie dich nicht. Aber das kann ich nicht. Ich bin immer ein räudiger, versoffener Köter. Ach. Außerdem ist das ein anderes Märchen.
Was spricht dagegen, ein paar Geschichten durcheinander zu werfen? In Hollywood machen sie das andauernd. Also quietsch ein bisschen rum und versuch so zu klingen, als hättest du kein Gebiss. Dann hat sie vielleicht auch keine Angst, du könntest sie fressen. So etwa. Meinst du das heißt? Aber das ist doch alles Mist. Ach herrje. Wie war das nochmal mit dem Geister? Lassen dann. Hättest du sogar dauernd die richtige Zone. Kreide soll gegen eine raue Stimme helfen. Kreide? Wie war das nochmal im Märchen mit den 7 Geißlein? Mal sehen, ob ich das noch zusammenbekomme. Die Geißlein sind alleine im Haus und sollen niemandem öffnen als der Mutter Ziege. Der Wolf kommt vorbei und bittet um Einlass. Aber die Geißlein hören sofort an seiner Stimme, dass er nicht die Mutter Ziege ist. Da hat der Wolf eine Idee. Er frisst Kreide und bekommt so eine höhere Stimme. Hört, hört. Der Kerl hatte es drauf. Dann geht er zum Haus der Geißlein und bittet mit hoher Stimme um Einlass. Die Geißlein fallen darauf rein und öffnen die Tür. Daraufhin kommt der Wolf herein und frisst alle Geißlein auf, bis auf eines, das sich im Urkasten versteckt. Was für ein wunderschönes Märchen. Und wie ging es weiter? Dann hat er in aller Seelenruhe abgewartet, bis die Mutterziege heimkam und hat sie auch gefressen? Naja, so ähnlich. Ich glaube, die Details würden dich nur verwirren. Ach herrje, das bringt also gar nichts hier. Wir könnten dich kastrieren lassen. Dann hättest du sogar dauerhaft die richtige Tonlage. Was? Kommt überhaupt nicht in Frage. Komm schon, erzähl mir nicht, dass du die Dinger noch brauchst. Was geht dich das an? Und wenn du nicht sofort das Thema wechselst, gehe ich zurück in die Stadt und besaufe mich. Nee, lass das mal. Kreide soll gegen eine raue Stimme helfen. Genau wie in diesem Märchen. Hast du denn Kreide dabei? Ach. Leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich welche finden kann. Aber mir fällt schon was ein. Es gibt garantiert noch andere Methoden, um dir eine hohe Stimme zu verpassen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, der Sime... Da blinkt schon wieder das Tago. Der Sime geht einfach rein, bums und... Naja, ist auch nicht mehr allzu angesehen bei das Ömerchen. Aber naja. Ich habe zwar keine Kreide, aber einen Heliumballon. Das soll natürlich. Wirklich genauso, zieh dir das rein und... Mach dich an die Arbeit. Ich habe zwar keine Kreide gefunden, aber einen Heliumballon. Das Zeug wirkt genauso gut. Zieh dir das rein und mach dich an die Arbeit. Helium? Cool. Mal was Neues. Also, chillt man darauf besser ab oder ist das eher was zum Party machen? Ach, hey, das ist keine was? Droge. Keine Ahnung. Sag mal, gehe ich recht in der Annahme, dass Alkohol nicht deine einzige Droge ist? Ja. Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Gib her, ich habe Hunger. Obwohl ich ein paar Geißlein bevorzugen würde. Bis mir welche aufgetrieben haben, tut's doch das Friedhofsgemüse. Keine Sorge, wenn du die Alte erstmal gefressen hast, taucht sicher bald eine kleine Ziege mit schwarzer Kappe auf, die du dir einverleiben kannst. Oh je, hoffentlich ist das wirklich so einfach. Vor diesem kleinen Biest bin ich mehr als einmal gewarnt worden. Bitte schau mal nach, wo sie sich rumtreibt. Nachher heckt sie wieder etwas aus und will mich fertig machen. Dir fallen auch immer wieder neue Ausreden ein, um die Großmutter nicht fressen zu müssen. Na gut, ich geh mal nachschauen, was diese Zwergemanze so treibt. Die Zwergemanze. Ja, sonst noch was? Feines Wetterchen heute, nicht? Ja, genau das richtige Wetter, um sich so richtig einen hinter die Binde zu gießen. Lass mich raten, dazu eignet sich so ziemlich jedes Wetter, oder? Oh, woher weißt du das? Ciao, Wolf! Naja, Freunde, in diesem Sinne, ciao, Wolf, ist ein gutes Stichwort. Wir machen nämlich hier Schluss und dann werde ich das alles zusammenstümmeln und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Also bis dahin, Ed Weber 18, adieu.